Und damit auch ein herzliches Willkommen zu Tales of Arise, liebe Freunde. Ihr seht es unschwer natürlich auch im Video, gerade ist eine Demo-Version. Ich habe bereits ganz viele Tales-Spiele so gespielt, auch auf meinem Kanal habe ich die ein oder anderen Videos natürlich auch euch schon gezeigt. Und heute, liebe Freunde, will ich euch ein bisschen Tales of Arise einfach vorstellen, weil mich das Game total interessiert hat, wie das Game an sich so aufgebaut ist. Das Game ist tatsächlich schon 2021 released worden, also zumindest 22 müsste es released worden sein. Genau, und deswegen will ich das einfach mal so mit euch ein bisschen durchgehen und euch einfach zeigen und werde es einfach spielen und meine Meinung direkt sagen, weil die Tales-Spiele haben so einen krassen, also das ist einfach heftig, was da teilweise die Entwickler immer wieder so aufgetischt haben und vor allem auch, was ich euch auch direkt sagen kann, ist, das ist ja wirklich so ein extrem gutes, ja, Rollenspiel, sag ich mal, was sich ja wirklich immer wieder durchgesetzt hat. Diese Tales-Reihen, die gibt es seit Jahren. Und sehr viele von euch sind ja auch große Tales-Fans auch unter anderem. Und es ist krank einfach wirklich. Deswegen starten wir direkt die Demo. Los geht's. So, Schwierigkeit machen wir natürlich ganz normal. Machen wir mal so. Eingabe, Wartezeit, zack, zack, zack. Speichern und beginnen. Machen wir mal einfach. Die haben ja nichts zu verlieren. Ich logge mich im Übrigen hier zum allerersten Mal ein, also nicht, dass euch wundert. Und wir haben jetzt hier Alfen. Wir haben Shion, oder wie das ausgesprochen wird. Rinvel, Lor, Kisara und Dohalim. Ich bin mal gespannt. Also, das ist jetzt ein Tales-Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Aber ich denke, ich werde ihn nehmen. Der sieht heftig aus. Wartet, ihr seht das gerade nicht. Der sieht krank aus. Achtet mal, den nehme ich. Los geht's. Das wird ein Spaß. Ein sehr großer sogar. Boah, wie das schon wieder anfängt, ne? Das ist einfach crazy. Land des Grüns. Elde Menantia. Well, off we go. Jo. Es sieht schön aus. Es sieht definitiv schön aus. Ja, krass, wirklich. Das ist echt mega cool. Also, wenn ihr jetzt irgendwie Fans seid, so von irgendwelchen, ich sag mal, ja, Rollenspielen. Wie gesagt, wenn ihr Fans seid von Rollenspielen und so, kann ich das Spiel wirklich blind empfehlen. Also, wirklich, mit blind meine ich auch wirklich blind. So, wir haben, glaube ich, alles auf Max Out, ne? Ja, haben wir. Höher geht gar nicht. Schönes Spiel. Sieht auch gut aus. Also, sieht sehr, sehr gut aus. Krass. Allein nur das zu erkunden ist doch schon wieder, ist es doch schon wieder wert in diesem Spiel. Kann man hier runterfallen? Nein, zum Glück. Genau, hier runterfallen kann man nicht. Was? Wow. Krass. Ich muss auch sagen, wenn ich so Rollenspiele spiele, ich meine, ich bringe ja COD und alles Mögliche auf meinem Kanal raus. Aber wenn es dann so wirklich Games gibt, so, dann stehe ich halt auch total auf Rollenspiele. Oh, was ist denn jetzt los? Hm? Okay. Gut, einfach Stopp drücken. Also es geht jetzt wohl angeblich hier, dass irgendwelche Monster irgendwas überfallen haben. Right. Ich glaube, das ist jetzt ein Fight. Okay, wie geht das denn? Gut. Fortfahren. Don't get careless. Don't tell me. Zack. Boah, das ist schon, das erinnert mich sogar teilweise so an, das erinnert mich sogar teilweise an, ein bisschen an Final und so. Krass, das erinnert mich übelst an. Oha, krass. Alter, Spielstil ist geil. Oha, mega geil.
Ehrlich. Great. Wir machen mal direkt weiter, weil mich interessiert eher so ein bisschen auch das Spiel, so wie das aussieht. Es ist, also eine Sache fehlt auf jeden Fall. Must be easy to pick off the bad guys from far off. It is. I mean, aside from adjusting for movement, wind speed, trajectory. See? Easy. Hier können wir irgendwie was aufsammeln. Kochen. Cool. Ja, schließen wir das einfach mal alles hier. Brauchen wir ja nicht. Was ich auch noch sagen wollte, ist hier an der Stelle, also ich finde es irgendwie so dermaßen geil. Also, guck mal, man kann das Spiel kritisieren, keine Frage. Also übrigens, das Game ist auf der PS5 erschienen, Xbox One und, soweit ich das jetzt richtig lesen kann, auf, also ganz normal auf Windows halt und ja, und PlayStation 4 tatsächlich. Und was ich auch noch sagen wollte ist, es ist halt, also für Leute unter euch, die jetzt so feine Fantasy und so mögen, ist das Spiel tatsächlich halt meiner Meinung nach, das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als wäre es ein Werbevideo oder so, aber es ist halt tatsächlich so aufgebaut wie Final so ein bisschen. Also ich mag das total und vor allem, ich weiß das zu schätzen mit den ganzen, ja, mit den, das was man halt so wirklich erleben und machen kann hier, ne? Das ist schon krass. Guck mal, hier führt eigentlich ein Weg vorbei. Wohin führt der Weg? Oh, hier ist ein Ende. Guck mal, wie schön das aussieht. Das sieht so krass aus. Und was ich auch nie verstanden habe, falls ihr das natürlich wisst, dann schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare. Was ich nie verstanden habe, ist zum Beispiel, was ist so, also, es gibt ja gewisse Nachfolger und so, keine Frage, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das beginnt immer irgendwo neu. Und man kommt dann komplett in eine neue Geschichte. Versteht ihr, was ich meine? Also die Charakter, die jetzt ihr hier natürlich hier habt, die habt ihr jetzt nicht woanders oder so, ne? So, warte mal, die ignorieren wir jetzt mal. Ich will nicht gegen die fighten. Mal einfach weitermachen. Boah, das sieht schon krass geil aus. Guck mal hier, hier führt auch ein Weg runter. There's something in the water. Krass. Fische. Ein paar sind auf jeden Fall drin. Richtig cool, ehrlich. Mal so nebenbei eine andere Sache erwähnt. Ich dachte, hier wären das Piranhas drin. Ich erzähle euch jetzt einfach von meinem echten Leben. Was, und zwar habe ich mal im Zoo immer so Brotstücke in so einem Aquarium einfach reingeworfen, wo so Piranhas drin waren und ich dachte immer, die Piranhas sind so aggressiv, aber die waren gar nicht so aggressiv. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt stimmt, was ich sage. Sind die überhaupt aggressiv? Ich weiß es nicht, also einfach mal so nebenbei erwähnt. So, Translida Fernstraße. Ein neuer Ort. Ich bin gespannt. Ein reichhaltiges Flachland. Boah, das Game sieht wirklich schön aus, Mann. Heftig. Boah, voll das schöne Spiel. Hey, ihr zwei. Ich glaube nicht, dass ich euch schon mal hier gesehen habe. Seid ihr von außerhalb? What? Und wenn schon, was geht dich das an? Das ist genau der Punkt. Versteht ihr? Also bei sowas irgendwie, also die hätten das auf jeden Fall, ich überspringe das jetzt einfach mal. Das hätten die auf jeden Fall, also ich will euch jetzt einfach nicht langweilen, deshalb überspringe ich das. Und zwar hätten die das einfach, also die hätten eigentlich im Spiel wirklich, also wenigstens eine englische volle Synchronisation machen sollen. Auch wenn das bei solchen Spielen schwer ist und aus produktionstechnischen Gründen wahrscheinlich nicht gemacht haben. Ist schon krass. Und leider muss ich auch sagen, die Tales-Reihe verdient viel zu wenig Aufmerksamkeit. Guck mal, hier sind überall Feinde, Mann. Das ist ja richtig krank. Wartet mal, ich laufe jetzt hier einfach mal durch. Ich ignoriere die jetzt einfach mal. This should be a good place to fight. Wow, Kisara, it's so big. You're talking about my shield, right? Schon krass. Ist ja alles voll, Mann. Das ist so krass. Ich liebe solche Spiele, ehrlich. Das ist so geil aus. Geil. Hier kann man zelten. Wenn du im Lager rastest, werden die KP und HP deiner Gruppe wiederhergestellt. Während der Rast kannst du Plaudereien und Videos ansehen, die du bereits angeschaut hast. Ja, cool. Müssen wir jetzt nicht machen, aber hier ist ein Händler. Oder? Verkäufer, wenn euer Sieg fast in Reichweite liegt, ist es unsere Pflicht als Verkäufer, euch zu helfen, den Rest des Weges zu schaffen. Zubehör herstellen. Gucken wir mal. Zubehör anfertigen, bla bla. Also man kann jetzt so craften und so, glaube ich.
Ja gut, ich glaube, er hat gar nichts jetzt gerade. Ich meine, das ist jetzt so eine Demo-Version und ich glaube, das kommt halt immer drauf an, wann wir was machen. Ich nehme jetzt einfach mal hier alles auf und gehe jetzt mal hier lang. I wonder what we'll find out there this time. Das likely Zoogles, I would reckon. I mean, other than them. Boah, hier ist eine riesige Stadt, Mann. Können wir da rein? I don't sense any more enemies. Boah, wie schön. Hier sind Kühe und so, Mann. Boah, richtig schön gemacht, ehrlich. Natürlich. Oha. Ein Riesenschwein, Mann. Was ist das denn für ein Babaschwein? Achtet mal, wie groß. Euer Ernst? Das ist mir zu groß, das Schwein. Ey. Ein zu großes Schwein. Boah, geil, ehrlich. Ich glaube, man kann in die Stadt rein. Aber ich glaube, dann ist die Demo vorbei, oder? Oh, ich bin gespannt. Ja, wir sind Reisender. Und du bist? Oh, wo bleiben wir denn bei dir? Ich heiße Drashin. Ich arbeite für die Stadt. Ja, komm. Maybe. Können wir in die Stadt? Hey. That's unfortunate. Ich weiß gar nicht, ob wir in die Stadt durften. Was war denn das jetzt? Okay, off we go. Aha, okay, wir sollen den riesigen Zeug in der Titalebene besiegen. Und dann ist sicherlich auch die Demo zu Ende. Ja, wie gesagt, ich wollte euch das jetzt hier einfach mal so zeigen, weil das Game war schon so lange in meiner Liste. Ich habe es nie so wirklich gezeigt. Und das fand ich irgendwie schade. Deswegen, ja, ist das jetzt so der Moment, warum ich das euch so zeigen wollte, ehrlich gesagt. Und hier gibt es noch weitere Orte. Musik ist auf jeden Fall auch episch. Ein schönes Spiel, wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Man kann schwimmen? Oha, hier haben wir eine Truhe gefunden. Man kann schwimmen. Das ist ja geil. Was ist hier drinne? Steinmauer. Design of this equipment is really interesting. You must really like it, Alfin. Ja, sieht krass aus. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Episode hier zu Tales of Arise. Finde ich geil gemacht, muss ich einfach sagen. Also, das ist geil gemacht, das Spiel. Sieht sehr, sehr schön aus, falls ihr so auf Fantasy und sowas steht. Und euch vor allem mit dem Spielstil und so identifizieren könnt, dann ist das Game genau was für euch. Das ist auch kein Werbevideo. Noch einmal, ich will es einfach nur zeigen. Haut rein. Ciao, 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 euer Melek.